Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Eventer Talk. Ich bin wieder Eventer und ja, ich habe heute ein bisschen ernsteres Thema und zwar, ja, es geht um Erfolg auf YouTube und wie viele Leute es eigentlich gönnen. Und natürlich kommt dann später auch noch die Verlosung ganz am Ende, also würde ich mal sagen, bleibt ihr bis zum Ende dran. Nach dem Intro geht's weiter und wie schon gesagt, vergesst das Video nicht zu bewerten. Ich habe ja schon gesagt, auf YouTube gönnt keiner mehr im Erfolg. Der Enix Shitzo wurde getriggert und zwar, der hat ziemlich viele Abos generiert in den letzten paar Tagen und da kriegt er dann so folgende Kommentare, wie zum Beispiel, ja, du hast deine Abos gekauft, du hast deine Kicks gekauft, keine Ahnung, etc. Und ich finde das ziemlich schade, weil wenn wirklich einer qualitativ hochwertige Videos macht auf YouTube und dafür dann belangt wird, dass er sich, oder es wird ihm vorgeworfen, dass er Abos kauft, finde ich eine absolute Frechheit. Es ist aber wirklich so, dass heutzutage auf YouTube keiner mehr irgendetwas gönnt, weil jeder auf YouTube nur noch erfolgreich werden möchte und sich auf seinen Kanal konzentriert und es gar nicht einsieht, den anderen überhaupt in irgendeiner Weise zu unterstützen und einfach mal auf ein Abo zu drücken. Deswegen würde ich sagen, ein Appell an euch, wenn ihr Videos wirklich geil findet und die auch wirklich feiert, dann drückt auf den Abo-Button, weil ihn wird es unterstützen und wenn ihr bei seinen Videos mitarbeitet und kontinuierlich dabei seid, kann es ja auch euch zugutekommen, wenn ihr gute Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt bei Red bemerkt, ich habe einen Kommentar geschrieben, was ihn voll eins reingedrückt hat, sage ich jetzt mal. Da hat er Kommentare irgendwie vorgelesen auf das Video vom Babawagen. Und ja, der ist halt voll ausgetickt und ich habe dann halt gesagt, hier, Alter, was geht denn mit dir? Da hat er ihn dann belangt für seine Rechtschreibung und so weiter und so fort. Und ich habe dann halt gesagt, Alter, du brauchst gerade was zu sagen. Das Einzige, was in deinem Wortschatz vorhanden ist, ist du kleiner Go und Digga. Ja, und darauf habe ich 91 Likes bekommen und direkt von da sind auch welche auf meinen Kanal gekommen. Also es kommt ja auch euch zugute, wenn ihr wirklich Kommentare schreibt bei großen YouTubern oder bei kleinen und die Leute werden auf euch aufmerksam und fragen sich dann, ey, wer schreibt denn dieses Kommentar überhaupt? Gehen dann auf euren Channel, schauen sich die Videos an und denken sich, boah, geil, der ist ja cool. Ja, und deswegen würde ich sagen, macht einfach aktiv bei YouTube mit. Abonniert die Leute und vor allem drückt auf die scheiß Glocke, Mann. Ich habe das immer wieder bemerkt. Ich habe so viele Leute, die mich abonniert haben, auch der Honeywolle, der hat über 887 oder so, hat jede Menge Aufrufe, aber irgendwie keine Kommentare oder irgendwas anderes. Und wenn er dann wieder ein Video hochlädt, was vielleicht nicht jetzt so einen krassen Titel hat, wo er auch nicht wirklich gefunden wird, die Leute gucken sich es trotzdem nicht an. Warum? Weil sie gar nicht wissen, dass er ein Video hochgeladen hat. Ich, wenn ich einen Stream starte zum Beispiel, da kommen nur 2-3 Zuschauer. Ich habe 275 Abonnenten mittlerweile und kommt einfach keiner. Und ich denke mal, das liegt einfach daran, dass keiner auf die Glocke drückt und keiner weiß, dass du überhaupt einen Stream startest oder weiß, dass du ein Video hochgeladen hast. Und deswegen müssen wir da echt mal gucken. Also ich habe bei euch allen, die ich abonniert habe, habe ich auf die Glocke gedrückt, damit ich weiß, ey Alter, der hat ein Video hochgeladen und dass ich da wieder vorbeischauen kann. Also in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, ich schließe damit ab. Ich sag, drückt auf die Glocke, abonniert die Leute, die ihr feiert und ihr werdet sehen, euer Erfolg wird auch größer. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir zur Auflösung der Verlosung. Folgendermaßen, ich habe ja gesagt, dass die Leute andere dazu bringen sollen, meine Videos anzuschauen. Ja, meine Videos. Nee, es hat echt gut funktioniert. Eigentlich von Honeywolle waren es so elendig viele. Die haben dann halt Hashtag geschrieben, Honeywolle und so. Und der Schütze natürlich auch mega geil von ihm. Der hat gleich 4-5 Leute gefunden, die das auch geschrieben haben. So, wer jetzt gewonnen hat, ist Honeywolle. Klar, der hat mit 12 Hashtags hat er auf jeden Fall die meisten erreicht und ja, er kriegt auf jeden Fall einen Pulli und die Paysafe-Karte, aber, also ein Pulli, ein T-Shirt mit den Motiven halt, soll er sich ganz aussuchen. Schauen wir, ich blende nochmal kurz ein. Eins von den dreien auf jeden Fall, aber ich muss jetzt was dazu sagen. Ich werde einen kleinen Trostpreis noch verlosen und zwar an den Schutz 03, der ist schon seit ich YouTube mache, also beziehungsweise ziemlich zeitnah darauf, ist er schon ein Abonnent von mir. Und ich würde sagen, er kriegt jetzt auch von mir noch mein T-Shirt gratis dazu. Ja, ich weiß, tolle Aktion. Und ich hoffe, er freut sich darüber. Ich hoffe, Honeywolle, der sucht sich was aus und wir klären das dann irgendwie und hoffentlich machen wir auch das nächste Video zusammen. Also, wie schon gesagt, das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wenn ich mich natürlich wieder cool fand, dann auf diesen Button klicken. Wenn ich mich richtig krass fand, wieder auf diesen
ich bin wieder Avenger und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und tut doch mal da oben hier, mache ich mal eine kleine Abstimmung für euch. Ich wollte ein paar Vlogs machen. Ob ihr das cool finden würdet oder nicht, schreibt es mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. See you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.